Hallo, ihr Eulenlangweiler zu Hause. Heute würde ich mit euch mal Landschaftsmalerei probieren. Ein bisschen schwieriger vielleicht als das bisher. Und das schafft ihr aber locker. Es gibt nämlich jemanden, der das ganz gut kann. Und das war Bob Ross, nannte der sich. Der hatte eine Frisur, die war ungefähr so wie so ein Wischmopp oder Staubwedel. Und der war ganz fröhlich und lustig und der hat mir im Fernsehen beigebracht, wie man solche Sachen malen kann. Und das ist an sich, schaut es erstmal schwierig aus, man denkt, man kann das nicht, ich mach mal ein bisschen näher, aber das kriegt ihr ganz locker hin und dann machen wir das einfach Stück für Stück. Und der hatte das immer mit Ölfarbe gemacht, was ja kein Mensch zu Hause hat, aber Wasserfarben hat doch jeder und irgendein Blatt Papier kriegt auch jeder noch hin. Und deswegen probieren wir das jetzt mit Wasserfarben, genau die Technik von Good Old Bob Ross. So, jetzt nehme ich mir also erstmal ein bisschen Blau und ein bisschen Weiß schadet auch nie. Und male hier erstmal drüber. Jetzt ist es schon brutal blau. Jetzt nehme ich eher Weiß und gehe von unten nach oben, immer in das Weiß, immer ganz gerade rechts und links malen. Und jetzt wird es schon ein bisschen heller, ne? Jetzt wird noch ein bisschen mehr weiß, weil blau habe ich echt so viel, das bleibt noch alles in meinem Pinsel drin. Jetzt kann ich also noch einmal richtig schön von rechts nach links ganz doll rüberwischen. Und es schaut schon nach einem schönen Himmel aus, finde ich, gell? Also noch mal ein bisschen weiß, weil der Himmel ist immer nur über einem ganz doll dunkel. Schaut mal, wie ich das verteile. Einfach von unten immer das Nasse nach oben streichen. Und solche Schlieren, die schaden gar nichts, wie hier oben. Aber das könnten ja schon ganz zarte Wölkchen sein, ne? So, also noch ein bisschen verteilen. Und schon ist eigentlich mein Himmel ganz grob mal fertig. So, und jetzt ist es so ungefähr getrocknet. Ein bisschen welzig wieder das Papier. Das macht aber nichts. Wir kleben das dann nachher auf und dann ist das wieder ganz gerade. Jetzt will ich darauf, also erstmal ist klar, der Hintergrund, der Himmel fängt hell an und geht ins Dunkle hinein. Ja? Und jetzt will ich darauf natürlich ein paar Berge haben. Der noch nicht geübt ist, der zeichnet sich die einfach mal auf. Aber Berge sind ja immer wirklich unterschiedlich hoch. So, zum Beispiel. Ne? So, ja, damit, dass ich jetzt diese, das ist eine Spachteltechnik, die ich jetzt benutze, dann nehme ich jetzt einfach so eine alte Skikarte von mir. Man kann ein Stück Karton nehmen, man kann die Scheckkarte von den Eltern nehmen, lieber nicht. Und die dippe ich jetzt in mein Dunkelblau rein, ne? So, und jetzt mache ich diese ganz linken Seiten von den Bergen, mache ich dunkel. Und da gehe ich jetzt einfach so runter. Oder so. Oder so. Und so. Ja, das zeige ich mal ganz grob. Es muss gar nicht genau sein. Ganz locker hier so runter. So. Ja. Das ist nämlich meine Schattenseite, die linke. Deswegen kann ich auch vielleicht das nochmal ein bisschen verstärken. Kann nochmal so das nachmalen. Aber das muss man machen, wie man möchte. Ne? So, jetzt habe ich also das hier gemacht. Jetzt wische ich mich mal ab und mache dasselbe mit Weiß. Ich habe jetzt also Weiß drauf und da gehe ich von der anderen Seite rein. Auch einfach abstreifen. Einfach wie wenn man so ein, wie wenn man eine Karte irgendwo abstreift. So. Und schon. Hier vielleicht ein bisschen unregelmäßig, das muss ja nicht so völlig perfekt sein. Und so habe ich doch schon ganz tolle, ups, gekleckert. Sollte man nicht machen, wenn man nichts drunter liegen hat, klarerweise. So, und jetzt habe ich aber schon meine Berge ganz toll. Das schaut doch schon super aus. Die kann ich jetzt noch ein bisschen verwischen. Mit einem ganz trockenen Pinsel. Nicht an die Kante gehen, weil dieses harten Kanten, die sind ganz toll. Und die kann ich jetzt noch ein bisschen verwischen. So. Nur das Innere. Ne? Also wir müssen nicht jetzt die Kanten, die müssen nicht verwischt werden. Und das verwische ich noch ein bisschen. So.
So schaut es doch schon ganz gut aus. Und schon, finde ich, sind das Schieferberge, die wir uns alle wünschen würden. Und genau, jetzt kommen noch ein paar Wölkchen. Also, wenn ich eine Wolke machen will, ich glaube, mein Pinsel hat vielleicht noch zu viel Blau drin. Wir sehen mal, ob das klappt. Also, dann mache ich jetzt einfach, tupfe ich nur so ein bisschen dahin und ein bisschen dahin, wo ich halt eine Wolke haben will. Jetzt streife ich das wirklich ab. Das sollte wirklich trocken sein, der Pinsel. Moment, da brauche ich meine zweite Hand dazu. So, jetzt habe ich meinen Pinsel wirklich abgestriffen. Der ist also wirklich trocken. Und das hier ist ja immer noch ein bisschen nass. Und da kann ich jetzt ein bisschen drunter tupfen. Einfach nur ein bisschen tupfen. Den oberen Rand hier, den lasse ich. Der ist ja noch klatschnass. Ne? Ich tupfe nur an das unterste so ein bisschen und verteile das ganz ein bisschen. Und schon habe ich nämlich ganz nette Wölkchen da. Ne? So, ganz einfach. So, finito. Ich finde, das reicht schon. Und es schaut doch toll aus, wenn man näher rangeht. Sehe ich mich fast Skifahren auf diesen Bergen. So. So, jetzt nehme ich meinen Pinsel. Der muss nicht total ausgewaschen sein. Passt schon, wenn hier ist noch ein bisschen weiß dran. Ne? Und den dippe ich jetzt hier ein bisschen mal in das Grün. Und da gehe ich auch wieder wie beim Himmel. Einfach ein bisschen von rechts nach links. Weil meine Wiesen, die sind weitläufig, wie eben auch der Himmel es ist. Und da kann ich so, wenn der Pinsel gar keine Farbe mehr hat, wische ich das nach oben. Seht ihr, dass das einfach schier keine Farbe mehr drin ist, aber ein bisschen verwischt sich noch. Und das macht diesen natürlichen Look. Ja? So. Und das war's dann eigentlich schon. Schon haben wir unsere Wiesen fertig. Wer möchte, kann natürlich einen Hügel wirklich malen. Wenn er sagt, hier hinten, da ist jetzt hier ein Hügel, dann kann ich den auch so genau malen und auch wieder nach unten weg verteilen. Oder wenn ich hier was haben möchte. Ja, also da muss man einfach ein bisschen rumprobieren. Ja? So, ein bisschen ausmalen. Bis dann nichts mehr da ist von der Farbe. Mir ist es jetzt hier ein bisschen zu gerade. Wie gesagt, immer so ein bisschen mit einem trockenen Pinsel kann man das noch ein bisschen in die Berge reinwischen. Ich tippe wieder in das Grün rein. So. Und jetzt fange ich an mit meinem Baum. Der fängt hier an ungefähr. Und zwar fange ich an, die Mitte zu stupfen und nach rechts und links runter zu stupfen. Schaut noch nichts aus, ne? Immer von diesem oben, von diesem Spitzchen, immer so ein bisschen rechts, ein bisschen links, so runterstupfen. Ja? So, denselben Baum möchte ich jetzt hier auch nochmal haben. Da fangen wir jetzt hier mal wirklich auch so richtig blöd in der Mitte an. Jetzt mache ich erstmal so ganz locker, stupfe ich den. Und daneben noch einen kleinen. So. Schaut noch nichts aus, ne? Jetzt habe ich mich hier nochmal ein bisschen dunkleres Grün. Teilweise kann man dafür sogar ein Schwarz auch nehmen. Und jetzt mache ich die ganzen linken Seiten von dem Baum. Ist übrigens immer noch alles nass, aber das macht gar nichts. Gehe ich mal nur hier so links ganz vorsichtig rüber. Bisschen vielleicht auch mal nach rechts, aber Hauptsache ist es links. Mache ich jetzt links voll. Und das mache ich hier bei dem Baum auch. Upsi, schau mal, voll gekleckert, macht alles nichts. Und der kleine Baum kriegt auch die ganze linke Seite, weil links, wie man hier bei den Bergen sieht, ist der Schatten und rechts ist das Licht. So. Und es schadet nichts, wenn man es dazwischen mal trocknen lässt, ein bisschen. Ich probiere das jetzt einfach, ob es geht, dass ich jetzt, also ich nehme mir ein bisschen von dem Grün und mische das mit dem Weiß. Schauen wir mal, ob das schon funktioniert. Vielleicht ist es auch noch zu nass. Und jetzt mal gehe ich auf die rechte Seite. Nur ganz bisschen. So.
auch. Upsi, da brauche ich wieder ein bisschen mehr Helles. Und immer stupfen. Man kann es auch ein bisschen nach links rüber stupfen. Also ein bisschen in den Schatten reinstupfen. Und weil das vielleicht gerade auch noch so halbwegs feucht ist, vermischt sich das auch ganz gut. So. Habe ich doch schon ein ganz gutes Wäldchen hier vor meine Berge gebracht. Ne? Das lässt man wieder ein bisschen trocknen. Oder manchmal, wenn hier zum Beispiel ist das noch sehr getrennt, da kann ich das beides noch ein bisschen ineinander stupfen. Wie ihr seht, ich mache jetzt auch nicht großartig meinen Pinsel ständig sauber. Ich stupfe das einfach ineinander und dadurch ergeben sich dann auch tolle Farben. Manchmal ist auch Braun gar nicht viel auf dem Pinsel, gut abstreifen. Und der macht dann entweder mal hier so ein bisschen unten oder der macht so eine Art Stamm hier unten rein oder da. Und zwischendrin sieht man vielleicht auch einen Stamm. Und der macht nochmal so ein paar dunklere Dupfer rein. Muss gar nicht viel sein. Und das vermischt sich auch immer mit dem, weil es eh schon noch nass ist, gell? So. Und übrigens, gerade bei den Wolken oder bei allem eigentlich, ich habe kein Wasser extra dazu genommen. Also die Farben werden einfach, die Acrylfarben werden einfach so aufgetragen. Wenn ihr Wasserfarben nehmt, dann natürlich mit ein bisschen mit Wasser angemischt. So, und jetzt fehlen noch ein paar Büsche natürlich. Dafür nehme ich wieder einfach mal erstmal mein Grün, wie auch immer. Kann immer gemischt sein übrigens auch. Hier meine Büsche hin. Die schauen jetzt ungefähr so aus. Manchmal muss man es auch ein bisschen trocknen lassen, schadet nichts. Aber Licht hier, 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 hier. Schatten ist gleich vielleicht braun oder mache ich hier ein bisschen. Und die Unterseite ist auch meistens einfach ein bisschen dunkel, ne? Ist noch ein rechter Brei. Sowas kriege ich aber ganz gut hin, wenn ich mit Weiß meine Lichter mache. Also, wenn ich sage hier, nur mit der Spitze vom Pinsel vielleicht, mache ich ein bisschen was ganz hell. Ups. Oder mische das mit, halt mit hellgrün. Das ist auch okay. Und weil ja vor den Büschen ein bisschen Schatten ist, wische ich da mit grün, braun, kreuz und quer. Das muss man ein bisschen ausprobieren. Wische ich da auch noch ein bisschen kreuz und quer. So, und jetzt habe ich das Ganze ausgeschnitten und lege mir das einfach auf ein dunkles Papier oder auf irgendwas anderes drauf. Genau. Viel Spaß, ich freue mich auf ein Foto von deinem Ergebnis. Ciao!